mal kurz rein. Es wird zuerst die Walölknappheit, dann die Morde. Was kommt heute Nacht wohl auf uns zu? Sollen wir Ihren Neffen für das Sanierungskomitee nominieren? Zeit für einen Besuch bei meiner Tante in Framport. Hier herrscht das Chaos. Höchst ungut. Hier hat sich mit den Jahren einiges verändert. Und nicht zum Besseren. Ja. Oh, ist überall das Gleiche. Brauchen wir eigentlich gar nicht lesen. Aber es könnte auch mal sein, dass irgendwas Neues gibt. Ich zahle Steuern und Gebühren. Gerne auch Schmiergelder, wenn das die Straßen frei macht. Es gibt Ärger in diesem Teil der Stadt? Also bitte. Hey! Schauen wir mal, ob wir ans Elixier kommen. Ich dachte daran, einen Picknick im Garten zu veranstalten. Oh, der Makler soll noch einmal die Rohre am Fluss überprüfen. Wären Sie später für ein Kartenspiel zu gewinnen? Schon wieder? Nein. So, jetzt sind wir Fisch tragen. Nein. Brot, jawohl. Da haben wir. So, jetzt sind wir wieder so gut wie grundversorgt. Der natürlich jetzt schreit, ist natürlich die Hölle los, ne? Na komm, so wollen wir mal nicht sein. Das wird ihn jetzt ausrauben oder so. Wir kennen uns noch nicht. Hier kann ich nichts sehen. Gehen wir doch zum Magistrat. Geschäfte zu machen. Aber das wird sich jetzt ändern. Die Stadtwache hat mit diesem irren Kronenmeuchler und so alle Hände voll zu tun. Und mit dem Streit der Kaiserlichen wird sicher nicht einfacher für... Die Hutmacher. Oha. Von Läden für Schmuggelware genau wie unten in Zirkonos. Die scheffeln gutes Geld in Calero und Karnaca, selbst nachdem sie die Garde zum Wegschauen geschmiert haben. Also ziehen wir einen Schwarzmarkt auf. Verkaufen weiter, was wir kriegen und... Und was ist hier los? Gleich wieder da. Was war das? Was? Wollen wir doch mal zeigen, wie gastfreundlich Neu-Dunwall seid? Am Arsch, Kollege. Ist sowas dabei? Ja, Münzen. Super. So, auch noch Münzen. Brot. Sonst noch was zu finden hier. Noch mehr Münzen. Jawohl. Das lohnt sich. Hast du was dabei? Ne. Schauen wir mal. So, da sind wir wieder hier. Sehr gut, sehr gut. So, mehr gibt es hier auch nicht zu holen. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf zum Schiff. Ach, shit.
das ging fix. Ah, hier hätte man sich auch hinter verstecken können, sehr gut. So, was ist nun da? Bewegst du dich auch? Irgendwie nicht so. Aber ich muss dort auch nirgendwo mehr lang. Jetzt bewegt er sich. Ich kann auch so ins Wasser. Das mache ich, glaube ich, auch. So, ab zum Schiff. So, und da sind wir bei der Szene, die wir schon kennen. Kaiserlicher Schutzherr, tut mir leid, aber Sie sehen aus wie eine wandelnde Leiche. Ja, aber du mit ohne Arm, ne? Tag. Es ist ein Staatsstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund, Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und eine Warnung. Ich kenne Anton. Der Herzog hat eine gewisse Delilah auf den Thron gesetzt. Sie haben Emily, ich könnte fliehen. Ich muss erstmal verschwinden, mich neu orientieren. Irgendwas passiert doch immer in Dunwall. Ist wie das Ende der Welt. Ich muss nach Karnaca, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Ja, sie heißt die Dreadful Whale. Wollen wir? Ja, ich bin bereit und dann würde ich sagen, auf nach Karnaca. Gehen wir. So, was haben wir denn da? Letalität. Zivilisten getötet 0, Gegner getötet 29, insgesamt getötet 29. Barmherzig, niemanden getötet, natürlich ein X. So, Schleichen. Alarm ausgelöst 0, Leichen entdeckt 14, Entdeckungen 25. Geiselhaft, nie entdeckt, ja, schade. Was haben wir hier noch so schönes? Schleichen, hin und her und tralala. So, Münzen haben wir fast alle gefunden. Gemälde 1 von 2. Okay, schade. Was ist das hier? Weiß ich nicht. So, Sonderaktion. Pressefreiheit. Den Drucker des Dumbledore-Kurier von Herzog beschützt. Gold des Nordreserven-Schutzraums geplündert. Upsala, Entschuldigung. Und Dr. Galvians Tresor geplündert. Jawohl. Und da sind wir am Anfang und sagen fortfahren. Was ist das nur? Es fühlt sich irgendwie vertraut an. So, alles erreicht. Schauen wir mal, was das hier alles so ist. Ich habe natürlich keine Waffen. Warum habe ich meine Waffen nicht? Liegt ja sonst so irgendwo was? Funktioniert nichts. Ich kann nichts öffnen. Die Tür ist blockiert. Okay. Vertraute, endlose Kälte. Das war doch eben noch nicht. Ist das ein Traum oder was?
überquere die schwebende Insel. Was? Was zum Teufel ist das? Wo bist du? Warum zeigst du dich nicht? Corvo, alter Freund. Soll ich es wirklich sagen? Die nächste Kaiserin verloren? Du hattest mein Mal nicht ohne Grund. Ich wollte wissen, was passiert, wenn ich das Leben eines guten Mannes zerstöre. Sein Gesicht in den Dreck stoße. Was er tun wird, wenn er die Chance hat. Und was für ein Anblick. Du hast dich Blut und Schrecken verschrieben. Hast alles gegeben. Und 15 Jahre lang verhindert, dass es noch einmal geschieht. Bis okay. Heute. Und diesmal weißt du, wo es hinführt. Willst du es wieder tun? Wo ist der Mann von damals? Das Zeichen des Outsiders annehmen, Angebot ablehnen. Modus keine Kräfte. Ne, wir wollen natürlich mit Kräfte spielen. Also nehmen wir das an. Es ist wie damals. Das Nichts. Es war hier die ganze Zeit. Oha. Hätte nie gedacht, nochmal hier zu landen. So, schauen wir mal kurz ins Tutorial. Teleportieren. Drücke rechte Maustaste, um nach vorne zu schnellen. Teleportieren ermöglicht dir, dich ungesehen sehr schnell zu bewegen. Es ist also bestens für das Schleichen geeignet, da du dich von einem Versteck ins nächste begeben und sogar von Dach zu Dach hüpfen kannst, wenn du einen Sprung mit dieser Kraft kombinierst. Teleportieren kann außerdem wirkungsvoll eingesetzt werden, um nichts ahnende Gegner auszuschalten oder bewusstlos zu wirken. Auch das Teleportieren durch Glas, das dabei zerspringt und auf kurze Distanz nach oben ist möglich. Während du teleportierst, verändert sich dein Fadenkreuz. Wenn du auf eine Oberfläche oder Kante zielst, an der du emporklettern kannst. Die Mana-Kosten für diese Kraft sind gering, sodass du selbst dann teleportieren kannst, wenn du kein Elixier mehr besitzt, da sich dein Mana-Vorrat von selbst wieder auffüllt. Naja, so. Das Verbessern dieser Kraft verändert teilweise ihre Funktionsweise. Angriff nach Teleportation. Wirf einen Gegner auf den Boden, indem du in dem Moment angreifst, in dem die Teleportation endet. Alles klar. Verbessert das Teleportieren, erhöht die Reichweite der Teleportation und Umleitung der Teleportation. Die Zeit hält an, wenn du dich beim Zielen fürs Teleportieren nicht bewegst. Alles klar. So, da soll ich mich jetzt hin teleportieren, oder was? Das hat nicht geklappt. Ist genauso gut wie damals. Nee. So. Das muss ich noch lernen. Jetzt rette ich Emily und hol ihren Thron zurück. Aua, was haben wir hier? Gott, oh Gott, da geht's weiter. Sieht schon sehr merkwürdig aus. Ich war hier schon mal. Ein Geschenk des Outsiders, das Herz nehmen. Ich kenne dich. Erinnerst du dich? Es ist lange her und vieles geschehen. Aber auch dem Echo meiner selbst tut es gut, dass du hier bist. Jessamine, selbst wenn ich nur noch dein letztes Echo höre, ist das genug. Nur ein Relikt meiner Essenz.
die noch bei dir weilt. Wie sehr ich mich danach sehne, dich in meine Arme nehmen zu können. Doch höre mein Angebot, Geschenk und Fluch zugleich. Rufe mich zu deiner Hand und ich werde dich führen. Okay. Tutorial, das Herz. Da schauen wir uns auch mal das Tutorial an. Das Herz. Wenn du das Herz in die linke Hand nimmst, kannst du Knochen, Artefakte und Runen aufspüren. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochen, Artefakt oder eine Rune in der Nähe ist und schlägt schneller, je näher du kommst. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu, wenn du an bestimmten Orten die rechte Maustaste oder eine Person anblickst. So, okay. Schauen wir mal, was das alles ist. Wer ist Delilah wirklich? Jessamines Schwester? Mit dem Outsider-Zeichen? Sie sollten nicht hier sein. Niemand sollte das. Delilah tötete einen Mann für ein paar Schuhe und malte einige der herrlichsten Bilder dieser Zeit im selben Jahr. Ehrgeiz und Überleben, Kunst und Magie, mit einer Raffinesse, die alle um sie zu Kriechern macht. Das Ende hast du ja am Dunwall Tower selbst erlebt. Delilah spielt ein langes Spiel und ist jetzt Kaiserin. Aber ich verrate dir was. Sie hat etwas wesentlich Größeres im Blick. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, bevor wir fortsetzen, machen wir hier einen Cut. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Schaltet wieder rein, wenn es heißt Let's Play Dishonored 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir das mit dem Daumen zeigt. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Haut rein, macht's gut und ciao.